Hey Leute und damit herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Wie ihr es im Titel schon gesehen habt, geht es heute ans Feintuning von meinem Fahrwerk. Jens kommt auch gleich. Wir ziehen uns erstmal um, laden das Motorrad aus und dann wird erstmal gefahren. Also wie ihr gesehen habt, ist Jens jetzt da. Wir haben sowieso ein kleines Zeitfenster Pause, weil die Kleinen jetzt erstmal fahren dürfen. Ist auch gerade schon was aufgefallen, und zwar, dass mein Lenkkopflager etwa in der Mitte so einen kleinen Druckpunkt hat, wo es ein bisschen hängt. Was mir beim Fahren jetzt eigentlich gar nicht so gut oder gar nicht so extrem aufgefallen ist, aber das korrigieren wir jetzt erstmal. Daher schaut einfach mal ein bisschen zu. Man sich bildet, aber ja. Hast du es auch mal im direkten Vergleich probiert mit den anderen? Ja. Also was mir wirklich auffällt, ist das, was du gesagt hast, dass du in den Kurven, dass das bei langer Fahrt einfach tiefer reingeht. Die Rollgeschwindigkeit. Genau. Ja, das muss sein, weil da lege ich großen Wert darauf, dass gerade in der Rollgeschwindigkeit die Nickbewegung aufhört und dass du in dem Moment eben, jedes Mal wenn du nickst, hast du auch Druckverlust am Vorderrad, fängst du Vorderrad an zu rutschen, musst korrigieren und dass du in dem Moment mehr Druck am Vorderrad hast. Sagen, dass ich dann bei Hartboden immer eher auf 25 immer so, genau, immer so mit dem Negativfederweg fahren und wenn das dann in Richtung Sand geht, dann mit deutlich mehr Negativfederweg. Okay, aber immer in dem Range von 25 bis 30. Genau. Oder das, was wir uns heute erarbeiten. Ne? Davon gehen wir aus. Ich meine, wir sehen uns ja dann in Folge jetzt auch noch auf anderen Strecken und dann justiere ich auch noch mal nach. Und dann hast du dann auch ein bisschen mehr Erfahrungswerte und dann weißt du, jetzt Obersinn bin ich so gefahren mit der Einstellung und Schafheim mit der Einstellung, Waldorf oder keine Ahnung mit der Einstellung. Und wenn du dann auf die Rennen kommst, dann kannst du schon ein bisschen ableiten. Ja. Hallo. Der hat meinen Vorhang Ja. So ist gut. Okay, eine Sache, die Jens auch noch herausgefunden hat, und zwar haben wir jetzt nochmal die Kette gekürzt, dass der Radstand ein bisschen enger zusammenkommt. Das machen wir jetzt gerade noch. Okay.
noch, was jetzt negativ ist? Ich sag mal, die Verrutschung ist ein bisschen viel, aber der ist auch ein bisschen nass. Okay. Dann arbeiten wir mal noch an dem Problem, was mir aufgefallen ist. Und zwar, das Motorrad ist bergab in Bergabpassagen zu langsam. Weil das zu stark nach vorne drückt. Ja. Und das versuche ich jetzt ein bisschen aufzufangen mit der Zugstufe vorne und mit der achtest jetzt nur drauf, ob irgendwo im Rest von der Strecke, ob da jetzt irgendwelche negative Eigenschaften gekommen sind. Also es könnte sein, dass du leichtes Lenkerwackeln dadurch bekommst. Ja. Und was kann noch sein? Ach, dass die Flugphase, die wird sich ein bisschen hecklastig verändert. Das probieren wir mal. Aber bergab ist das Motorrad zu langsam und gerade in solchen Kurvenpassagen kannst du schwer beim Einfahren mit dem Hinterrad steuern, das mit dem Hinterrad lenken. Und sobald du ans Gas gibst, neigt das Motorrad geradeaus weiter zu schieben. Und ich möchte aber, dass du das Motorrad vorher ein bisschen mehr in Schräglage zünden kannst, mit Gas, dass das Hinterrad leicht anfängt zu rutschen und du vorher schon mit dem Hinterrad steuern kannst. Ja. Weil so verlierst du in den Kurven, in solchen Kurven zu viel Zeit. Weil du fährst mehr oder minder rum, also nicht das Motorrad läuft, du kannst ja fahren, aber das Motorrad läuft mehr oder minder rum wie ein LKW. Das ist so gerade und es muss aber anfangen leicht zu rutschen, dass du auch vorher leicht ans Gas gehen kannst und in die Situation kommst, auch mit dem Hinterrad zu steuern, das geht momentan noch nicht. Got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't have regrets, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at them legs, don't make me beg. Back to the room, let me show you my bed. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Could look at you all day, watch the way them hips sway. Love your body, so I pray, don't you dare take it away. Can't control what I say, lost my mind cause your frame. Hey girl, what's your name? Lit me up just like a flame. Body in motion, I feel the commotion, beyond you like lotion. I'm honest and broken, I flow like the ocean. I feel you were chosen to fix me, I'm broken. My heart that you stolen, hey, stay with me. Ich sage ein Trailing Partner oder ein bisschen mehr, oder ein bisschen schlechter. Auf jeden Fall auf dein Level. Ja. Und dann kannst du genau die Situation trainieren. Du kriegst es nur gehoben und gegen das Bremsen. Wenn du immer allein fährst und dann bist du bremsen, dann mit solchen Situationen komplett gehoben. Ja. Ja. Vielen Dank. Ich hab mich bedankt, hat mir viel Spaß gemacht. So Leute, Training für heute ist vorbei. Wir haben einiges am Motorrad umgestellt. Ich hoffe, ihr habt mal einen Einblick bekommen, wie das bei mir so abläuft. Er hat mir auch zum Schluss noch mega viele Fahrtipps gegeben. Hätte gar nicht gedacht, dass man doch so einiges oder so viel, wie wir heute umgestellt haben, umstellen kann. Er hat halt ein mega gutes Auge fürs Motorrad. Ist gerade noch da unten. Also schaut mal vorbei bei ihm. Den Link für die Webseite gebe ich euch nochmal unten in die Videobeschreibung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein, ciao. You got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook.